Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Gothic 3. Na, im Prinzip ist ja die Mine hier drunter. Ist da jetzt so nichts drin? Außer. Außer Schlangen? Feuernessel. Nehmen wir noch mit. Was haben wir hier? Feuernessel. Interessant. Nee, ist hier nichts drin. Die Höhle ist ja safe. Ja, aber trotzdem. Wo ist die Ruine? Das nervt mich, dass ich das nicht abschließen kann. Bringe das Artefakt von der nördlichen Ruine. Hier gibt's nichts. Ja, die andere Seite ist vom Spiel, ist natürlich rumlaufen. Das ist das, was es am meisten kostet. Ich muss das vielleicht auch mal ein bisschen ausfüllen, dass ich mal ein bisschen mehr erzähle. Oder euch mal frage, wie geht's euch denn? Ja, wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Davon mal abgesehen, ist es ja auch so, dass jetzt, wo ich die Aufnahme mache, beziehungsweise, wo ich die Aufnahme ja mache, ist noch Dezember. Ich weiß jetzt nicht, das müsste jetzt, glaube ich, die 30. Folge sein. Ja, die 30. Folge. Das heißt, wir müssten eigentlich Anfang Mitte Januar sein. Ja, und, ich nehme ja jetzt die Folge auf und wir haben den 12. Dezember. Also 12.12. 0 Uhr 2. Also wir haben 0 Uhr 2 und das ist die 30. Folge. Ja, also ich werde am Freitag, den 15. Den 15. Ja, 15. Dezember, denke ich mal, werde ich anfangen, die Folgen rauszuhauen auf meinen Kanal. Oder hab angefangen am 15. Dezember, 15. 16. Dezember, denke ich mal. Ja, wie gesagt, also ich, ja, ist halt in der Zukunft. Wie gesagt, wenn es euch gut geht, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Das Video liken, wie ihr wollt. Ich frag nicht danach. Ich mach das ja nicht aus beruflichen Gründen, ja, Videos aufnehmen. Oder sonst irgendwas. Die Orks werden euch alle töten. Verstehe. Wer hat hier das Sagen? Umbrak. Er ist hier der Herr. Wo finde ich deinen Herrn? Umbrak ist im großen Haus. Was gibt es über deinen Herrn zu wissen? Geh zu Schamane Krompel. Er kann es dir sagen. Du bist nicht gerade eine Leuchte, oder? Mhm.
erst Fackeln, oder? Schon gut. Grinsende Torwache, okay. Dann? Was weißt du noch über mich? Deine Zukunft ist unklar. Viele Entscheidungen liegen vor dir. Du bist anders als die anderen Morras. Du bist wichtig. Geht's noch genauer? Ruhe! Deine Geschichte ist noch nicht geschrieben. Deshalb kann ich sie auch nicht sehen. Wer ist hier der Boss? Der große Kriegsherr Umbrak. Weit reichen die Geschichten über seine Heldentaten. Wo finde ich diesen großen Kriegsherrn? Sein Thron steht im höchsten Gebäude dieser Stadt, Fremde. Was ist deine Aufgabe hier? Ich diene unserem Anführer mit meiner Weisheit und Weitsicht. Verstehe. Du bist sein Berater. Lehre mich dein Wissen. Ein Morra, der sich für das Wissen der Schamanen interessiert. Ja? Ich gebe zu, das hat einen gewissen Reiz. Gut. Ich werde dich unterrichten, wenn Umbrak, unser großer Feldherr, dich empfängt. Wenn Umbrak dich respektiert, werde ich es auch tun. Verstehe. Ich suche Xalas. Dann hast du eine weite Reise vor dir. Sein Turm steht in Nordmar, weit im Osten. Zeig mir deine Ware. Haben die alle kein Grundstück? Was ist los mit denen? Hier steht was über Alchemie. Jawohl. Ich danke, Firma zahlt. Noch so ein Nichtsnutz in meiner Küche. Du bist hier der Koch? Ach, hör auf, mich zu verarschen und verschwinde. Ich hab zu tun. Und sonst? Quatsch hier nicht rum. Ich brauche rohes Fleisch. 50 Keulen. Wie bitte? Du kannst dir nicht vorstellen, was alles in so einen Halbaffen reinpasst, Junge. Geh und besorg rohes Fleisch. Ja, du hast gut reden. Warum bist du so unentspannt? Wenn ich nicht funktioniere, schlagen sie mir die Rübe ab. Also hilf mir oder verschwinde. Aber steh mir nicht im Weg herum. Was hätte ich dir vorher sagen können? 50 Mal rohes Fleisch. Hätte ich das gewusst, hätte ich es gar nicht weggebraten. Ich hätte den locker jetzt 50 Mal gebratenes Fleisch geben können. Warum nimmt er das nicht? Etwas nervös. Was macht ein Kerl wie du in diesem Drecksnest? Was ist deine Aufgabe in diesem Nest? Was soll ich schon groß machen? Ich hänge hier rum wie die anderen Söldner und warte darauf, dass etwas passiert. Du bist Söldner der Orks und hast nichts zu tun? Doch sicher. Entlaufene Sklaven wieder einfangen. Ganz schöne Schinderei in den dichten Wäldern draußen jemanden wiederzufinden. Du bist nicht wild drauf, die Sklaven wieder einzufangen, oder? Die armen Schweine haben in den Wäldern ohnehin keine große Überlebenschance. Wird die Sklavenjagd hier gut bezahlt? Viel zu gut. Wir Söldner schlagen uns regelrecht darum. Wir lassen sogar absichtlich Sklaven laufen, um später ihr Kopfgeld kassieren zu können. Ihr Söldner lasst Sklaven laufen? Das hast du nicht gehört, klar. Wenn die Orks das spitz kriegen, sind wir dran. Ja, so kann man es auch machen, oder? Also...
Du bist kein Söldner. Du bist ein Rebell. Verdammt, ich hätte besser die Schnauze halten sollen. Was wirst du nun machen? Ich will euch helfen. Endlich jemand, der den Mumm hat, etwas zu bewegen. Wer regiert diese Stadt? Umbrak. Im Krieg war er ein großer Feldherr der Orks. Grompel, der Stadtschamane, ist seine rechte Hand. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn vorher um Rat zu fragen. Was weißt du über diese Stadt? Silden liegt am Pass zu Nordmar. Als der Krieg begann, kamen die Orks aus dem Nordosten über die Berge. Deshalb ist Silden auch die erste Stadt, die überrannt und eingenommen wurde. Seit dem Tag hat es hier keine größeren Kämpfe mehr gegeben. Wer führt euch Jungs eigentlich an? Mein Bruder Anok. Er hat sich mit einigen Leuten in den Wäldern verschanzt. Jemand muss ihm sagen, dass wir hier unten seine Hilfe brauchen. Ja, das kriegen wir schon hin. Wann wollt ihr Rebellen losschlagen? Hier in Silden sind die Orks in der Minderheit. Trotzdem regiert Umbrak immer noch mit eiserner Hand. Er muss irgendetwas Mächtiges in der Hinterhand haben, dass sie ihn alle so fürchten. Wir müssen erst wissen, was das genau ist, bevor wir die Revolte starten. Wie sieht's aus mit Waffen? In der Mühle am Fluss habe ich eine Menge davon gesehen. Müssten an die 5 Waffenbündel sein. Wenn wir die hätten, wären wir einen großen Schritt weiter. Ich habe Waffen für dich. Das ist gut. Mehr davon wären besser. Ich habe nur noch, okay, ich hatte nur noch 4 Waffenbündel. Nichts zu tun? Normalerweise jage ich oben in den Bergen und häng nicht so unnütz herum. Warum bist du hier in der Stadt? Ich habe gerade einige unserer Felle beim Lagerwart abgegeben. Eigentlich wollte ich gerade nach Hause, aber irgendwie kann ich mich nicht aufraffen. Was jagst du? Eigentlich alles, was auf unseren Ebenen hier lebt. Dazu muss man zuweilen ganz schön schnell und gelenkig sein. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Dazu müsstest du allerdings mit mir hoch zur Jägerhütte kommen. Okay, gehen wir einfach mal mit. Zeig mir deine Jägerhütte. Kein Problem, komm mit. Vielleicht kriegen wir ein paar Wölfe oder sonst irgendwas. Ist ja, egal. Ein paar Tiere unterwegs oder sonst irgendwas. Die Jagdhütte, das wird die da vorne sein oder so. Ja, ein bisschen was niedermachen ist schon top. Hier haben wir zum Beispiel 2 Kisten. Das ist auch schon mal super. Die können wir plündern. Wölfe höre ich auch. Ja, wir müssen erst mal gucken. Ah, Feuernässe. Ja, wir brauchen... So, hier ist die Jagdhütte. Soll ich dir nun etwas über die Jagd hier in den Ebenen beibringen? Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Ach, zu wenig Lernpunkte. Schade. Du bist hier der Boss? Die Orks haben das Sagen, mein Freund. Mein Beitrag zu dieser Gemeinschaft ist eher bescheiden. Wie läuft die Jagd? Sehr gut. Hier oben im Norden findet ein Jäger immer fette Beute. Vor allem Snapper. Die bringen ordentlich Kohle in Silden. Ich kann dir etwas über die Jagd beibringen, wenn du willst. Bring mir was über die Jagd bei. Wild, zeig mir, wie ich Wildjäger werde. Zeig mir, wie ich Wildjäger werde. Du musst vorsichtig sein. Deine Beute wird immer auf der Hut sein. Finde eine gute Schussposition und ziele auf das Herz der Beute. Dann töte sie. Ah, okay. Arbeitest du für die Orks? Jeder halbwegs vernünftige Mensch tut das. Sich gegen die Orks aufzulehnen, ist reiner Selbstmord.
Du bist ein Feigling. Von mir aus. Denk, was du willst. Ich misch mich nicht ein, solange ich hier oben in Ruhe leben kann. Ich will Snapper jagen. Gute Idee. Am besten, ich komme gleich mit. Sag mir, wenn du bereit bist. Dann geht's los. Lass uns gehen. Ja, die Snapper bringen halt Fleisch. Ja, das brauchen ja die Halbaffen zum Futtern, ja. Ah, das sieht schon geil aus. Hier. Das sind aber keine Snapper. Oder doch? Dem hast du es gezeigt. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Hier waren eigentlich immer die fettesten Snapper. Wow. Ein Mistvieh weniger. War das alles? Scheinbar. Schade. Naja, egal. Wenn du noch was über die Jagd wissen willst, dann frag mich. Abgebrochen. Abgebrochen. Na, die bringen ja die Haut bringen die und ja, Fleisch. Ein paar Wildschweine wären gut. Im Hintergrund kann ich auch ein paar hören. Wir werfen uns mal kurz einen Heiltrank ein. Jawohl, da sind wir auch wieder voll. Aber hier gibt es wieder Heilpflanzen. Ja, das mit den Vergiften, das müssen wir uns auch noch aneignen, dass das wegkommt. Hat sich eigentlich... Was? Irgendwo noch was Großes. Da oben dann auch. Okay. Aber wir gucken einfach mal hier rein. Leiberbrot, die haben wir ja auch noch, gell? Oder haben wir die schon abgegeben? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Nee, wir machen mal alle. Bringbrot für die Burg. Nee, eben. 30, also 24 Hammer. Das wäre halt gut, wenn ich mal welche herstellen könnte.
Na, kommt mal her. Da gibt es einmal die orangenen Snapper und dann gibt es einmal die grünen Snapper hier. Meine, ich nehme auch die Reaper. Die nehme ich auch. Das ist nicht das Problem. Es kann doch nicht sein. Ich würde nur ein paar Kronstöcke haben. Reaper, komm her, komm her, komm her, komm her! Und ein Lurker. Ah, die bringen auch nur 2. 50 Tiere töten hier. Obwohl man eigentlich das Fleisch, wir können ja mal gerne mal nachgucken. Moment. Wir haben jetzt 25 haben wir zusammen. Ja. Gib mir deine Hand. Ich brauche sie. Oder die 2 Hände. Ah, Grünwurz. Braucht er nur noch ein Grundstücke. Das ist gar kein Wald. Warum stehen hier Waldbären? Gib mir deine Hände. Ich führe dich in das Licht. Nein. Warum habe ich jetzt einen Knüppel? Na, da gibt es eben eine mit einem Knüppel. Das ist mir auch egal. Hä? Wo ist mein Schwert? Gebt mir eure Hände und ich führe euch ins Licht. Pflanzen! Steinwurz, Waldbeeren. Waldbeeren. Wenn ich wüsste, wie diese Grundstücke aussehen, bräuchte ich bestimmt, das ist bestimmt auch wieder keiner. Das ist so geil, gell? Wenn du dieses Zeug brauchst, findest du den Scheiß nicht. Und wenn du es nicht brauchst, dann hast du, was weißt du über Silden? Die Dinger im Überfluss. Silden wird die Stadt der Jäger genannt. Damals lebten viele Jäger in Silden. Doch als die Orks kamen, mussten wir die Stadt räumen. Jetzt leben nur noch wenige von uns hier draußen in den Bergen. Und was jagst du? Wölfe. Nur Wölfe. Die Biester sind zwar sehr gefährlich, jedoch bringt ihr Fell einen guten Preis. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du schon ein wenig jagen kannst, kann ich es dir richtig beibringen.
Lass uns Wölfe jagen. Na dann, mal sehen, was du drauf hast. Folge mir. Ich weiß, wo es besonders schöne Wölfe gibt. Oh. Aber lieben gern doch. Da geht es ja auch darum, die Wölfe haben hier nicht nur die Felle. Erstens mal brauche ich die sowieso für Faring. Für den Ork-Guru da oben. Und das nächste ist, die haben ja auch Fleisch. Wem hast du's gezeigt? Ja, komm mal her, ihr kriegt alle eine Schelle. So, dann haben wir die nächsten 5 Wölfe haben wir auch. Na, das war ja was. Die silbernen Wölfe sind Geschichte. Ja, sehr gut. Du kannst was, Kollege. Na, guck mal. Zeig mir deine Ware. Was ist das für ein Kästchen? Was hast du hier? Buch der Pfeile. Bonustalent, scharfe Pfeile herstellen. Interessant. Rezept für scharfe Pfeile. Aber ich kann nicht dingsen. Ihr wisst schon. Naja. Wolfskraut. Gibt's es nicht... Wolfskraut gibt es nicht auch in... Ich weiß gar nicht. Es sind die Pflanzen so zum Teil... ich denke mal teils. Wolfskraut gibt es doch auch, glaube so. Ist ja kein Fantasie. Snapperkraut natürlich, weiß ich jetzt nicht. Da haben wir noch 2 mal Brot, da haben wir schon 27 zusammen. Also bei Snapperkraut bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber Wolfskraut gibt's auf jeden Fall. Also ich meine, umgangssprachlich schon mal was davon gehört zu haben. Bin ich jedenfalls der Meinung. Schreibt's mal einfach in die Kommentare. Oder ich müsste nachher mal die Google-Maschine fragen oder so. Naja. Ich bin echt der Meinung, schon mal was davon gehört zu haben. Bison! Bleibst du stehen! Alter Freund. Und das war jetzt ganz schön eng, muss ich ehrlich mal sagen. Nee, aber mal zurückzukommen zum Thema. Also Snapperkraut glaube ich eher weniger. Aber hier so Wolfskraut, umgangssprachlich habe ich wirklich schon mal davon gehört. Könnt ihr mal in die Kommentare. Feuernessel. Ja, Waldbeeren ist klar. Natürlich gibt es Pflanzen, die heilen, ja. Aber eine direkte Heilpflanze ist mir jetzt auch nicht so bekannt. Aber vielleicht gibt es sowas auch. Man weiß es ja nicht. Also, es ist ja wirklich so,
Waldbären, das ist klar, das gibt's. Schnapsbären, ja gut. Ob es jetzt Schnapsbären in der Form so gibt. Nee, ist aber mal interessant zu wissen. Das wäre für mich richtig interessant. So, dann noch die Truhe. Damit haben wir dann auch Dingsoll. 30 Leiber Brot. Oder? Äh, 29? Das waren doch jetzt 3. Was kann denn schon groß passieren? Das hätte er doch besser wissen müssen. Also Brot ist echt, wie ich sagen muss. Na, Fleisch haben wir, aber das, also Fleisch ist nicht das Problem. Da haben wir jetzt 71. Also das ist wahrlich nicht das Problem. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Halt, der Koch war ja hier drüben irgendwo. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich habe die 30 voll. Hier. Ist das genug Fleisch? Na ja, es wird reichen. Zumindest fürs Erste. Hier hast du Gold. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Ich muss sagen, hier müssen wir warten. Der hat noch 2 Brot. Zweimal Brot. Also der hat hier noch 2 Brot. Das hätte ich jetzt natürlich gerne. Was hat er hier in der Schubkarre drin? Da ist auch noch ein Brot. Du schleichst herum wie ein Dieb. Du brauchst nur in die Dings zu gehen. Ist das deine Arena? Du willst kämpfen, Mora? Lass mich in deiner Arena kämpfen. Geh und kämpfe! Jarog erwartet dich! Niemand besiegt dich, Mora. Ja. Wo geht's denn hier hin?
Was ist los, Mora? Der hat hier am Brot liegen. Da drauf ein Fleisch. So, jetzt haben wir 30 mal Brot. Gut gekämpft, Mora. War ein Kinderspiel. Gib mir einen guten Kämpfer. Da ist Jarol. Der ist gut. Geh und kämpfe mit ihm. Niemand besiegt mich, Mora. Wer ist dein bester Mann? Ein Großmaul. Sowas sehen wir hier gerne. Trompok wird dir deinen Schädel spalten, wenn du ihn herausforderst. Abwarten. Verdammt, du bist gut, Mora. Gib mir deinen besten Kämpfer. Du willst Trompok? Du kriegst Trompok. Steig in die Arena. Er wird dich empfangen. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora. Da! Jetzt habe ich ihn. Mit Glück hat das nichts zu tun. Also ich finde die Kämpfer, die sind nicht so berauschend, aber dafür selten einen so guten Kampf hier gehabt. Du verstehst dein Handwerk, Mora. Was kann denn schon was passieren? Du hattest Glück. So, ich will noch mal kurz. So. Okay, Freunde, gespeichert haben wir. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.